Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der neuen Strecke Rosenheim-Salzburg, Salzburg-Rosenheim. Und ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal einen wirklichen Zugdienst, den es wirklich auf dieser Strecke gibt, der aktuell auch da fährt. Da sage ich gleich noch was zu. Wir befinden uns, wie gesagt, aktuell in Salzburg. Die Sonne geht langsam auf. Es ist 5 Uhr in der Früh. Hier hat sich bereits ein Güterzug in Bewegung gesetzt, der sich gleich, wie gesagt, weiter bewegen wird, wenn wir den Fotomodus verlassen. Es ist ein, ja, doch, sternenklarer Morgen. Schauen wir mal, ob das so bleibt, ob wir einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben werden, oder ob es vielleicht doch noch regnet oder so weiter. Wir befinden uns, wie gesagt, hier in Salzburg und werden das Ganze gleich angehen mit unserem Fernzug. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und der Wirt ist aktuell wirklich hier auf dieser Strecke aktiv. Ist ein aktueller Zugdienst, den werden wir jetzt übernehmen. Auf jeden Fall habe ich den so zusammengestellt im Formation Editor und habe den auch so benannt. Allerdings fährt er nicht bis, also er fährt offiziell nicht bis Rosenheim, sondern nur bis Salzburg, bis Wörgl von Rosenheim aus. Und ich habe mir gedacht, das wäre ein wenig kurz. Deswegen habe ich mir gedacht, fahren wir von Salzburg bis Rosenheim mit diesem Zug. Und ja, es ist nämlich der Zug oder der Zugdienst Eurocity 87. Wenn man das nämlich eingibt beim, ja, ihr wisst, was ich meine, Bahn. Wie heißt die App jetzt? Ihr wisst, was ich meine. Wenn man das auf jeden Fall eingibt, dann von Rosenheim nach Salzburg, dann spuckt einem oder spuckt einem die App den Eurocity, unter anderem den Eurocity 87 raus. Und ich habe mir gedacht, den nehmen wir heute einfach mal, den benenne ich danach. Habe mir auch versucht, eine passende Lok rauszusuchen, eine BR193 in SBB-Lok. Das ist nicht ganz gelungen. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Im Creators Club habe dann diese Spielband genommen, SNCF, das ist immerhin dicht dran an der Schweiz. Habe hinten dran natürlich SBB-Wagen genommen. Habe zwischendurch aber auch, das muss ich auch gestehen, ich gehe ich mal so ein bisschen durch hier, habe auch hinten dran noch ÖBBs dran gehangen, wie ihr hier ganz unschwer erkennen könnt. Und ich habe nämlich was vor. Vielleicht klappt das ja sogar, dass wir den Zug teilen. Dass der vordere Teil oder der hintere Teil dann weiterfährt und wir dann auch weiterfahren. Das muss ich mir aber noch überlegen, wie wir das machen. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen der Plan heute. Hinten dran, wie gesagt, noch eine ÖBB 193 Vectron. Das ist so heute der Plan, den ich mir so überlegt habe. Und ja, wie gesagt, das Ganze startet hier in Salzburg am frühen Morgen und wir schauen mal, wie das alles klappt, wie wir das hinbekommen. Ja, würde sagen, wir begeben uns jetzt nach vorne zum Zug und verlassen dabei den Fotomodus. Route legen muss ich noch, ich muss die Fahrgäste noch einsteigen lassen, aufrüsten. Also wir haben noch eine Menge zu tun. Schauen wir mal, ob das Ganze klappt. Neben uns steht im Übrigen noch ein Intercity wartend auf Ausfahrt. Ich habe mich frecherweise daneben gestellt. Und wie gesagt, hoffen wir mal, dass wir hier auch gleich Ausfahrt haben. Und ja, ich würde sagen, wir starten, machen hier noch vielleicht ein schönes, schickes, kleines Foto von der ganzen Sache. Und dann würde ich sagen, verlassen wir den Fotomodus und begeben uns zu unserem Zug, zu unserem Arbeitsgerät. Wie gesagt, da der Güterzug, der gleich weiterfahren wird, der hat da wahrscheinlich an einem roten Signal Halt gemacht. So, wir müssen jetzt erstmal ein kleines Stückchen laufen zu unserem Zug. Die Herrschaften stehen ein wenig weit draußen auf dem Bahnsteig. Naja, dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier ans Laufen bekommen. Steigen erstmal ein, würde ich sagen. So, schließen diese Türe. Dann müssen wir natürlich noch das Ganze so machen. Steigen oder setzen uns auf unseren Sitz. Dann müssen wir das Ganze erstmal auf dunkel machen. Die Lok natürlich erstmal aufrüsten. Zack, zack. So, das sieht schon gar nicht schlecht aus.
Zack, da müssen wir das Ganze AB AFB, natürlich. AFB, AFB. Erstmal 40 setzen. So, die PCB, wenn nicht schon vorhanden, auf O stellen. Das ist noch nicht der Fall. Da müssen wir das eben machen. Das ist ja kein Problem. So, das hätten wir auch soweit. Dann können wir die Zugsicherungssysteme einstellen, wenn man dort ein RE einfährt. Zugbeeinflussung. So, dann können wir, glaube ich, links die Türen öffnen. Ich hoffe, das macht er. Macht er natürlich nicht. Warum auch immer. Das ist doch wirklich. Naja, lassen wir das. Warum der das bei diesem Wagen nicht machen will, ich weiß es nicht. Dann machen wir das ein wenig von Hand hier. Das ist ja auch kein Problem. Dann müssen wir das halt so machen. Ich weiß nicht, wieso der das nicht macht. Also das entzieht sich meiner Kenntnis. So. Hier noch. So, ich denke, das reicht dann hier auch. Die beiden noch. Ach, hier hat er geöffnet. Ach, cool. Seht mal, ist ja genau nicht ganz so. Hier vorne auch noch welche geöffnet. Da geöffnet. Also, alle sind sie nicht zugeblieben. Es hat doch ein wenig. So. Damit hätten wir sie, glaube ich, alle geöffnet. Ja. Dann können wir uns ja jetzt in Ruhe darum kümmern, eine Route zu legen. Das hier ist nämlich auch noch nicht ganz gesagt, ob das klappt. So, über nach Salzburg auf jeden Fall. Aber wir können ja gleich ein paar Wegpunkte legen, dass wir an Bahnhöfen auf jeden Fall vorbeifahren. Aber erstmal bis nach Salzburg. So. So, das hat erstmal geklappt soweit. Wir haben auch grün, das ist schon mal sehr schön. Dann können wir noch ein paar Wegpunkte setzen. Das machen wir auf jeden Fall. So. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir noch ein paar Wegpunkte. Wo ist hier zu größer? Da. Da auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob das klappt. Wir haben auf jeden Fall grün, das heißt, wir können die Türen auch jetzt langsam mal verriegeln. Wir schauen uns das Ganze mal von draußen an, ob das auch jetzt klappt oder ob das auch wieder nicht klappt, weil normalerweise. Doch, die schließt ja. Das Schließen funktioniert komischerweise. Warum aber nicht aufmacht, ist mir neu. Aber es scheint, dass er alle geschlossen hat. Aber kontrolliert die machen. Weil wir haben ja keine Zugbegleiter, deswegen müssen wir das so ein bisschen selber machen hier, aber es scheint alles geschlossen zu sein. Wunderbar. Dann können wir, glaube ich, die Türen bzw. die Bremse lösen. Und wir müssen uns dann auf den Weg machen. Ach, wir haben noch was Wichtiges vergessen. Und zwar müssen wir den Bremsschlüssel aufschließen. Das funktioniert ja gar nicht. Doch, den haben wir doch. Aber was ist denn jetzt hier der Fehler? Irgendwas habe ich es hier noch nicht richtig. Ich weiß aber noch nicht, was. AFB, 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 AFB. Ah, ich hatte wahrscheinlich, jetzt weiß ich, ich hatte den AB wahrscheinlich nicht bestätigt. Dann kann er natürlich nicht losfahren, ist ja klar.
Das war das Problem. Wir können uns befreien. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Dann geht's los. Zugbeeinflussung. So, 45 soll man nicht überschreiten, das tun wir ja auch nicht. Es ist jetzt blöd, dass die keine Schussleuchten anhat. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, das funktioniert automatisch, aber dem ist dann wohl doch nicht der Fall. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil. Und den im Sandwich fährt. Ach, jetzt wird schon direkt neblig. Ah, geil. Jetzt wird schon direkt neblig. So, 85 soll man nicht überschreiten. Können wir 5 auf 60 beschleunigen. Ich denke, das haut hin. So. So, freien. Beeinflussung. Wunderbar. Schön und gut. Ich würde es gerne ein bisschen dunkler haben. Scheint nicht zu funktionieren. Dunkler. Ja, genau, so wollen wir was haben. Weil wir dürfen mittlerweile 100, dann machen wir das natürlich. Das natürlich so. Wunderbar. Wunderbar. Das funktioniert ja 1A. So, dann können wir das wieder ausmachen. Das können wir auch ausmachen. Dann machen wir das gleiche hier auch. Zack, 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 zack. Wunderschön. Wunderschön. Das hier oben auch? Wahrscheinlich. Ach, das war zu viel. So. So, 120. Tiefer. Wunderschön. Wunderschön. Scheint ja doch einiges zu funktionieren hier. Wunderschön, wunderschön. So, jetzt noch mal ein bisschen runtergehen hier. Jetzt müssen wir ein bisschen reagieren hier. Gerade noch rechtzeitig. Das war allerhöchste Eisenbahn. Um mal bei der Bahn zu bleiben. So, jetzt haben wir nämlich gleich 50. Zugbeeinflussung. Ich denke, das machen wir dann auch schon mal. Ganz ruhig, jetzt kommt gerade ein bisschen alles auf einmal hier. Das Ganze noch ein bisschen updaten. Genau, jetzt haben wir es.
40 sogar gleich. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Gut, dann gehen wir runter auf 40. Was so sein soll. Dann machen wir das. Jetzt rechts haben wir Zugbeeinflussung. Auch noch eine Schutzstrecke gekommen hier, oder? So, läuft die wieder? Ja. Hauptschalter ist wieder drin, sehr schön. So, 40 haben wir jetzt gleich, genau, dann sind wir jetzt erstmal richtig. Meine Güte, kam jetzt ein bisschen Stress auf hier. Aber genauso will ich es ja auch haben. Zugbeeinflussung. So. Wunderschön. Gleich wieder loslegen mit der Geschwindigkeit 140, 160. Wie gesagt, schade, dass der keine Schlussleuchten anhat. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber naja, kann ich jetzt in dem Augenblick auch nichts daran ändern. So. Rosenheim 63 Kilometer noch. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen in Geschwindigkeit hier. Das ist schön. Schauen wir mal, ob wir gleich noch mal irgendwo an dem Bahnhof anhalten können, dass wir den Zug da teilen können. An diesem 10. März 2024. Vielleicht nur 10.
kommt der nächste Bahnhof. Können wir vielleicht anhalten? Zu teilen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, das Ganze in die Tat umzusetzen. So, dann drücken wir es nochmal die Siefer. Brauchen wir noch lange nicht. Das dauert noch ein bisschen. Dass es jetzt so neblig ist, macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher. Jetzt rechtzeitig zu sehen, wann der Bahnhof kommt. Ah, das blaue Feld davor, das macht es doch einfach, alles klar. Dann halten wir da gleich mal. Ist das jetzt nicht so ein kleiner Bahnsteig oder so ein kurzer Bahnsteig? Das wäre blöd. Können wir da nicht doch, oder? Doch, hier ist am Bahnsteig, ja. Es war klein, das ist jetzt ein kleiner Bahnhof, aber es macht ja erstmal nichts. Wie gesagt, normalerweise fährt er von Rosenheim bis nach Wörgl und da muss man umsteigen in den Regionalzug. Bis nach Salzburg zu fahren. So, dann haben wir einen kleinen Aufenthalt, würde ich mal sagen. Wir machen das jetzt so ein bisschen wie in echt. Und zwar machen wir jetzt erstmal Folgendes. Das sind nämlich abrüsten. Weil wir nämlich abkuppeln müssen. Ja, komm, mach. So. Nebenbei können wir ja mal wieder die Türen öffnen. Ach, das ist doch alles. Ein Drama ist das doch. So, wir haben jetzt 1, 2, so ein bisschen in die Mitte raus hin. 3, das ist der vierte Wagen. Das ist der fünfte. Ich denke, dass wir hier trennen. Den nehmen wir noch mit. Hier trennen wir. Kriegen wir das überhaupt hin? Haha, das ist die nächste Frage. Kriegen wir die abgekoppelt oder nicht? Ach, da haben wir noch eine Streckenkarte hinzugefügt, das ist doch auch geil. Und Pflanzen gestopft, das macht die ganze Sache umso schöner. Muss ich gleich mal schauen, ob wir die überhaupt abgekoppelt kriegen. Das wäre jetzt blöd, wenn wir das nicht können. Das wäre jetzt echt blöd. Mal von der anderen Seite dran. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug Normalerweise muss das doch gehen, dass wir die Wagen trennen.
wäre doch jetzt blöde. Zählen wir mal von hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Jetzt will ich mal trennen. Soll doch endlich gehen, oder? Plus, wir können die nicht trennen. Gibt's doch wohl nicht. Das ist doch jetzt blöde. Entschuldigung, das ist doch blöde. Warum können wir die Wagen nicht trennen? Das ist doch, Entschuldigung, das ist doch blöde. Warum geht das nicht? Ach, Leute. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Da versuche ich das schon mal so ein bisschen real zu machen und dann geht's nicht. Das ist doch blöde. Versuchen wir es mal so. Also 1, 2, 3, 4, 5. So, hier möchte ich trennen. Wenn das geht, geht das. Gibt's doch nicht, Leute. Nee. Scheint nicht zu gehen, warum auch immer. Kann man die Wagen nicht trennen? Das muss doch möglich sein, Entschuldigung. Das gibt's nicht. Man kann die Wagen nicht trennen. Das glaubt dir doch kein Mensch, du. Ne, absolut nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir können die Wagen nicht trennen. Das ist doch. Ach, ich weiß. Ist es halt so, ich kann es nicht ändern. Ich weiß es nicht. Es wäre schön gewesen, aber es geht anscheinend nicht. Ihr habt ja gesehen, ich habe alles versucht. Oder vielleicht gibt es ja auch im Führerraum noch irgendwie. Dass man das trennen kann, aber normalerweise. AFB. Zugbeeinflussung. AFB. 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 So. Es ist leider so. Es ist anscheinend nicht möglich. Gut, da müssen wir trotzdem noch mal eben hinlaufen. Und zwar können wir ja die Zeit jetzt nutzen. Hinten vielleicht mal die Schlussleuchten anzumachen, das wäre eine Idee. Also das kann man definitiv nicht trennen, die Wagen. Schade, ich hätte es gern gemacht, aber es ist nicht möglich. Gut, aber es war halt den ganzen Zug nach Rosenheim nehmen, dass hier nämlich möglich ist.
fahren wir mit dem ganzen Zug weiter. Versuchen wir doch mal irgendwie hier die Zugspitzen, die Schlussleuchten anzumachen. So, Auto, nein. Zugspitzensignale, Warnsignal. So. Ich setze uns hier mal kurz auf unseren Po. Der Aussicht ist ja scheiße, gedimmt. Ich weiß nicht, ob das reicht, was wir hier jetzt gemacht haben. Ob das überhaupt möglich ist, wahrscheinlich nicht. Nee, es ist wirklich grausam. Es ist grausam einfach. Ich habe hier noch nicht mal die Schlussleuchten einstellen kann. Das ist doch wirklich. Das gibt es doch gar nicht, ey. Es bringt einfach nichts. Wir fahren weiter. Es bringt nichts. Wie lange noch Aufenthalt hier? Schade, schade. Ich hätte es gern gemacht, aber es ist nicht möglich. Um 6.50 Uhr kommt hier der Folgezug nach München. Na gut, das ist ja noch eine halbe Stunde. Also im Moment blockieren wir hier gar nichts. Dann schließen wir mal die Türen, würde ich sagen. Und dann wollen wir auch mal weiterfahren. Lösen die Bremse. Und dann geht's weiter. Schon wieder 100 fahren. Schade, schade.
Ach, geil. Wunderschön, wunderschön. Wieder ein bisschen hell machen, heller machen, weil so dunkel ist es nicht mehr. So sieht das schon ganz anders aus. Wirklich schade, dass man die Wagen nicht trennen kann. Also das ist wirklich ein Manko, finde ich. Ja, weiß ich nicht. Hätte man anders lösen können, meiner Meinung nach. Aber das ist nur meine Meinung. Weil wenn man so einen Zug wirklich mal teilen will, so ein Szenario sich selber zusammenstellt und dann so einen Zug teilen will, das gibt es ja oft genug, dass Züge sich teilen. Und man will das da machen und die Wagen lassen sich nicht trennen, aus irgendwelchen Gründen. Das finde ich da ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Zug. Jetzt haben wir gleich eine kurzzeitige Geschwindigkeitsbeschränkung von 110, aber wirklich nur ein paar Kilometer. Dann kann man schon wieder 130 fahren.
doch noch relativ stark bewölkt, sehe ich gerade so. Die Sonne hat es ein wenig schwer, hier sich zu zeigen. Aber ich denke, das wird sich gleich dann auch geben. Gleich 90, kommen wir da einfach freilassen näher. Könnte sogar sein, dass wir gleich wieder einen Bahnhof näher kommen. Guck mal, das steht eine 628, eine 628 wartet. Wunderbar. So, gleich 70. Super, machen wir mal direkt. Das machen wir mal direkt. Und dafür mal 18 müssen wir sowieso. Gar nicht so tragisch. Zugbeeinflussung. So, befreien. Nicht freilassen. Oder? Wenn wir jetzt recht haben, vorbeifahren? Nee. Glaube ich nicht. Oder täusche ich mich jetzt? Mal gleich mal schauen. Traunstein. So, normalerweise ist die ja. Entdeckt. Also der wie heißt er? RJX 859, der fährt von Wörgl aus direkt nach Salzburg. Circa anderthalb Stunden, nicht ganz. Eine Viertelstunde circa fährt er dann von Wörgl Hauptbahnhof bis nach Salzburg. Also direkt. Fährt dann nachher noch weiter bis nach Wien und so weiter.
bisschen beschleunigen hier. Das ist schon wieder 90. Ach, glaubst du denn? Ich habe nämlich was vor. Wir sind hier. Okay. Schon wieder so nebelig, habe ich das Gefühl. Nun ja, gegen das Wetter kann man ja nichts machen. Dem ist man sozusagen schutzlos ausgeliefert oder machtlos ausgeliefert. Schutzlos nicht unbedingt, aber machtlos. So, da kommt der nächste Bahnhof, da halten wir auch noch mal kurz an, weil wir müssen nämlich die defekte Lok abkoppeln, weil die kein Schlusslicht hat. Werden wir da auf jeden Fall jetzt mal abkoppeln. So. Wenn wir hier mal stehen bleiben. So, das machen wir jetzt aber mal so, dass alles ein bisschen fixer geht und dass wir die Lok hier mal stehen, die wie gesagt einen Defekt hat, deswegen müssen wir die hier loswerden. So. Dann können wir unsere Fahrt auch fortsetzen. Wie sind wir hier eigentlich? Wir sind hier in Bergen, Oberbayern. Alles klar.
Gut, dann können wir weiterfahren. Jetzt haben wir rot in 1,3 Kilometer. Warum das denn? Ah, was ist denn da jetzt das Problem? Egal, fahren wir da erstmal hin. Dann schauen wir mal. Wieso 0 Meter? Ach, ich weiß warum. Wir müssen eine neue Route setzen. Wenn wir den abkoppeln, dann ist die Route weg. Warum auch immer. Fragt mich nicht warum. Ach, es ist nicht. Es ist traurig. Traurig, traurig, traurig. Komisches Spiel manchmal, wirklich. Komisches Spiel. So, gut, dann fahren wir jetzt weiter. Lösen die Bremse. Und dann. Wunderbar. Hat funktioniert. Sehr gut. Dann war wieder Schussleuchten. Wunderschön, wunderschön. So, 100. Wir können sofort auf 130 gehen. Dann die Sichtweite drücken. Defekte 103 Vectron wird auf jeden Fall gleich von einem Kollegen abgeholt und dann ins Betriebswerk gefahren zur Reparatur. Bestellen wir uns das jetzt einfach mal vor, würde ich sagen. Wir haben nicht unbedingt das beste Wetter erwischt. Man sieht also, es ist sehr, sehr bedeckt, sehr stark bewölkt. Also Sonne hat es an diesem frühen Morgen wirklich schwer. Aber ja, auch damit muss man leben. Kann man machen gar nichts. Kann man nur mit leben, muss man nur mit leben.
noch 29 Kilometer bis Rosenheim. Ach, guck mal, jetzt kommt die Sonne, glaube ich, so langsam raus. Sah auf jeden Fall gerade so aus. Nur der wenige KI-Verkehr, der ist ja ein bisschen traurig hier, also das ist wirklich, da ist jetzt glaube ich ein Güterzug, der uns dann entgegenkam, aber sonst nicht besonders viel. Ah, da kommt ja wieder was. Ein RE. Wunderbar. Wunderschön. Die 111 mit ihren Justus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ihr seht es hier ja auch auf dem Display. Sonntag, 10.03.2024. Hier seht ihr die Uhrzeit 6 und 9. Also das ist wenigstens, haben sie wenigstens gut gemacht. Das war ja beim TS ist das ja immer so, ne, irgendwie 2000 und so weiter und so fort. Da ist das alles nicht so aktuell, aber hier beim TSW, da haben die sich das wirklich gut überlegt, dass man das, dass sie das hier wirklich real gemacht haben. Auch die Daten, die Datumsangabe und so weiter. Ja, muss man wirklich anerkennen. Wir haben mal so ein bisschen, oder ich habe versucht, so ein bisschen Bahnalltag nachzustellen. Eine Lok geht unterwegs kaputt, defekt. Da muss man die am nächsten Bahnhof abkoppeln. Und wir haben versucht, einen Zug zu teilen. Auch das ging nicht, konnten die Wagen nicht trennen. Ja, so ein bisschen chaotischen Bahnalltag nachgestellt. Und ja, sind jetzt mit unserem Eurocity 87 auf dem Weg nach Rosenheim. Wenigstens das funktioniert. Bis jetzt, die letzten 19 Kilometer haben wir noch zu fahren und bis jetzt läuft alles gut.
Wettermäßig haben wir auch einigermaßen Glück. Ein bisschen Nebel hatten wir zwischendurch am Anfang. Wir haben stark bewölkten Himmel, aber es ist bis jetzt Gott sei Dank trocken geblieben. Also mal schauen, was da noch so kommt. Ob wir die Sonne noch zu sehen bekommen oder ob wir vielleicht sogar noch Regen sehen. Möglich ist alles. Es ist sogar noch Schnee möglich. Auch das ist möglich. Also ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommt. Auf dem letzten Drittel. Also man sieht ja so ein bisschen Sonne, auch oben an den Baumwipfeln, an den Baumwipfeln, so ein bisschen sieht man sie da scheinen. Aber sie hat es halt schwer, die Wolken sind da schon ziemlich dicht und lassen da nicht viel zu. Also es ist schon echt schwierig für die Sonne da, sich durchzukämpfen, aktuell. Aber ja, kann man nichts machen, kann man nur hoffen, dass es vielleicht besser wird. So, da steht oder fährt eine 628. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, wir sollten gleich mal so langsam gleich auf 110 runtergehen, aber noch haben wir Zeit. So, das dürfte jetzt aber Pried am Chiemsee. So, da sind es noch 17 Kilometer. Leichtes Gefälle von 1%. Und schon sind wir leicht in Geschwindigkeitsübertretung. Aber lediglich 1 km/h, da kann man glaube ich mit leben.
Wunderschön, wunderschön. So, wieder 110 gleich. Kommen wir dem Ganzen schon ein ganzes Stück näher. Wunderschön, wunderschön. Also mit einem schönen Sonnenaufgang war das diesmal leider nicht. Es ist nach wie vor sehr stark bewölkt. Also von einem sonnigen Morgen kann man hier nicht sprechen. Habt ihr das gesehen? Da ging die Schatten aber spät runter. Sehr, sehr spät. Viel zu spät. Der Schrankenwärter oder wer auch immer da für zuständig ist, oder der Sensor, der da ja normalerweise liegt, einige Kilometer vorher schon, irgendwie einen Defekt gehabt oder sehr spät reagiert. Es gibt ja diese Sensoren, die dann Kilometer vorher in den Gleisen liegen, und wenn dann der Zug darüber fährt, dann gibt das ein Signal an das Häuschen, das da steht ja immer, ihr kennt das wahrscheinlich, was ich meine, an den Computer da drin und lässt dann die Ampel so weiter auf rot springen und die Schranken runtergehen, und der gleiche Sensor liegt dann wieder hinter dem BÜ, und wenn da der letzte Wagen mit der letzten Achse drüber gefahren ist oder dran vorbeigefahren ist, dann gibt das wieder ein Signal an das Stellwerk bzw. an den Computer, an das Bahnhäuschen. BÜ-Häuschen da, und dann heben sich die Schranken wieder. Also so
läuft das Ganze ab. Und da hat sie in diesem Moment oder in diesem Fall sehr, sehr spät reagiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir waren ja praktisch schon am BÜ dran, am drüberfahren, da ging die Schranke erst runter. Ja, ein bisschen spät. So, gleich 80. Klar, wir nähern uns jetzt auch langsam Rosenheim. Sind ja nur noch 6,5 Kilometer. Wundert mich jetzt nicht unbedingt. So, das nehmen wir da mit, dann gehen wir jetzt runter auf 80. Das Ganze natürlich noch bestätigen. Wahrscheinlich gleich equitieren. So, das haben wir erstmal so weit hinbekommen. Dürften wir normalerweise noch mal für einen Kilometer knapp oder für 200 fahren. Das macht aber nicht wirklich Sinn, finde ich. Vielleicht sogar für 2,5, aber es meiner Meinung nach bringt es nichts, weil bis wir dann beschleunigt haben, sind wir fast 4 Kilometer weiter und dann kann man dann auch bei 80 bleiben. Weil in der Regel müssen wir sowieso ein paar hundert Meter vorher quittieren, unter 85 sein und das hat dann meiner Meinung nach nicht mehr so besonders viel Sinn. Da kommt doch schon ein gelbes Vorsignal. Also wir bleiben schön stur bei 80 jetzt. Weil bei dem gelben Vorsignal müssen wir sowieso spätestens runterbremsen auf unter 85. So, da E60 in 2,5, nicht mal mehr. Also es hat alles keinen Sinn mehr, jetzt den Bus zu beschleunigen. Würde ich jetzt mal ganz einfach so sagen. Ich glaube, da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das behaupte. So, ich glaube, dann gehen wir schon mal runter auf 60. Was soll der Geiz, wir haben ja eh keinen Zeitdruck. So, können wir das nicht so machen. So, dann quittieren wir das Ganze hier. Zugbeeinflussung. Und dann gehen wir runter auf 40. Na, weil wir nämlich ein rotes Signal vor uns haben, anzeigendes. Da müssen wir auf jeden Fall unter 45 sein. Das kriegen wir nämlich Probleme mit dem 500 Hertz Magnet. Das wollen wir ja auch nicht. Also machen wir das. Alles, um das zu vermeiden.
Beeinflussung. Und da sind wir in Rosenheim. Wunderbar. Bahnsteig 1 werden wir anhalten. Das heißt, wir haben hier noch auf jeden Fall noch einen Gleiswechsel. Genau. Der jetzt aktiv ist. Du kannst jetzt sowieso nichts mehr annehmen, spätestens weil wir nämlich, selbst wenn der sagt, unter 24 bleiben, tiefer geht er nicht, deswegen sind wir hier vollkommen außer Gefahr. Ziel erfüllt. Sehr schön. So, damit hätten wir den Eurocity hier 87 hier abgestellt. Die Türen öffnen sich wieder mal nicht automatisch. Das heißt, das werden wir machen, tun müssen sollen. Ich weiß nicht, woran das wieder liegt. Aber ja, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Machen wir das einfach mal. Ach ja, die Türautomatik spinnt also auch. Okay. So, ich denke, ich muss ja nicht an jedem Wagen die Türen geöffnet sein, ist ja in der Vorbild auch nicht immer. Daher reicht das, glaube ich. Das steht jetzt hier. Der RE hat Verspätung. Der soll hier um 6:32 einfahren. 12 Minuten Verspätung. Wir stehen dem so ein bisschen im Weg hier. Moment mal. Vielleicht kann man ja ein bisschen die Karte. Kann man das Ganze noch in die Abstellung fahren? Ist das nicht möglich? Ist glaube ich nicht möglich. Eine Abstellung ist hier. Das wäre ziemliche Rangierarbeit. Müssen wir hier erstmal bis hier fahren. Bis hier runter. Da müssen wir bis hier sogar. Da müssen wir hier fahren. Hier fahren. Und dann da rein. Das würde sich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt anbieten. Ich hoffe, euch hat das ganze Szenario gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, schade, dass man da nicht hochkommt. Das ist schade. Wie gesagt, wenn euch das ganze Szenario gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer der Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus. Und tschüss. So, kommt der RE jetzt eigentlich hier? Jetzt stehen wir damit hier tatsächlich im Weg. Also von da kommt nichts. Vielleicht von der anderen Seite. Das würde mich jetzt schon interessieren, ob wir wirklich den RE hier im Weg stehen.
Ich glaube. Nö, im Moment tut sich da noch nichts. Vielleicht hat er auch Verspätung, 12 Minuten, so wie es da stand. Dann passt das eh. Also von daher, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Dede gespielt das. Haut rein. Ciao, servus und tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.